In unserer heutigen Sendung gibt es interessante Neuigkeiten zum möglichen Torwartwechsel bei den Bayern. Bernd Leno ist im Gespräch als Nachfolger für Manuel Neuer, weil Nübel vielleicht doch nicht zu den Bayern geht. Das werden wir behandeln in dieser Sendung. Wenn ihr keine Nachrichten verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und lasst uns ein Like da. Starten wollen wir mit der Szene des Wochenendes. Das Tackling von David Abraham gegen Christian Streich, den Freiburger Trainer. Es war ein hochemotionales Spiel zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt. 1:0 endete die Partie durch ein Tor von Nils Petersen. Aber den Aufreger gab es in der Nachspielzeit, als David Abraham rechts im Bild ganz schnell versuchte, einen Ball aus dem Aus wieder ins Spiel zu bringen. Dabei rannte er Christian Streich, den Freiburger Trainer, um und sah dafür logischerweise die rote Karte. In der Sky-Nachbesprechung der Partie sagte der Sky-Experte Didi Hamann, dass das natürlich auf gar keinen Fall passieren darf. Der Trainer ist heilig, das darf es im Fußball nicht geben. Ich glaube nicht, dass wir ihn, gemeint ist Abraham, vor Weihnachten nochmal wiedersehen. Es gab nicht nur für Abraham Rot, danach ging auch Vincenzo Grifo, der seinen Trainer wahrscheinlich auch noch schützen wollte, auf Abraham los, griff ihm ins Gesicht und dann flog auch noch Grifo mit Rot runter. Die beiden haben also demnächst etwas länger frei. Was glaubt ihr, wie lange wird diese Pause andauern nach dieser Rudelbildung dann auch in der Schlussphase dieser Partie? Christian Streich hat erstmal ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, hat die Situation wie folgt beschrieben. Der Ball ist schnell rausgekommen und Abraham ist ein extrem emotionaler Spieler, war übrigens seine dritte rote Karte in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt. Er rennt mich über den Haufen, aber runterfahren. Fußball ist eben ein Kampfsport, runterfahren, nicht dumm schwätzen hinterher. Es war ein enges Spiel. Also großer Stil von Christian Streich, dem 54-Jährigen. David Abraham hat es auch relativiert und hat dann nach der Partie Folgendes gesagt: Ich wollte in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ball so schnell wie möglich wieder ins Spiel bringen und hätte ausweichen müssen. Ich bin sehr froh, dass wir nach dem Spiel gesprochen haben und alles gut zwischen uns ist. Und dann, das ist typisch Christian Streich, der scherzte noch nach der Aussprache der beiden zwischen Abraham und ihm. Er ist zu mir gekommen, hat sich entschuldigt. Ich habe gesagt, David, alles okay. Dann sagte er, ich habe gedacht, du bist ein bisschen stabiler. Also mal schauen, was dann wirklich an Strafe rauskommt. Auch für Vincenzo Grifo vielleicht hat ja Vincenzo Grifo hier im Bild zusammen mit David Abraham ein bisschen Zeit jetzt, dass die beiden, soweit ist es ja nicht auseinander, sich dann mal auf einen Kaffee treffen. Denn die Pause wird es auf jeden Fall geben für die jeweiligen roten Karten. Wir haben hier, dass die Spieler und der Trainer sich ausgesprochen haben. Das wird von Eintracht Frankfurt getwittert. Hoffen wir mal für alle Beteiligten, dass jetzt dann auch Ruhe reinkommt in diese Angelegenheit. Es ist eine herausragende Saison, die Robert Lewandowski spielt für den FC Bayern. Und er hat einen weiteren Höhepunkt erreicht in dieser Spielzeit, denn er erzielte gegen Dortmund mit seinen Saisontreffern 15 und 16. Etwas Außergewöhnliches, denn das hat es noch nie gegeben. Auch nicht vom großen Gerd Müller. Der hatte in der Saison 68-69 in den ersten 11 Saisonspielen 15 Tore verbucht. Für die Bayern kam am Ende auf 30. Er ist ja immer noch der Rekordhalter mit 40 Toren in der Saison 71-72 für die Bayern in der Bundesliga. Auch auf Kurs 40 Tore ist Robert Lewandowski jetzt mit 16 Treffern in der Bundesliga nach 11 Spielen. Allemal mal gucken, ob er diesen Uralt-Rekord auch bricht. Sein Teamkollege Thomas Müller, der 30-Jährige, hat auch einen besonderen Rekord verbucht. Mit 2 weiteren Assists ist er jetzt der erste Spieler der Bundesliga im 21. Jahrhundert, der über 100 Assist-Punkte verbucht hat. Beim 4:0 gegen den BVB hat Müller wieder klasse gespielt. Scheint einer zu sein, der unter Hansi Flick neue Chancen bekommt. Manuel Neuer freut sich auch, gerade weil er eine Schalker Vergangenheit hat, war der Sieg gegen Dortmund ein besonders schöner für ihn. Der 250. Bundesliga-Erfolg für den 33-Jährigen. Dazu auch noch 2:0 gespielt. Also besonders für Manuel Neuer, den gebürtigen Gelsenkirchener. Der 250. Bundesliga-Sieg gelingt gegen Dortmund.
Ruven Hennings ist auch etwas Besonderes geglückt. Der Stürmer von Fortuna Düsseldorf hat durch seinen Dreierpack beim 3:3 auf Schalke als erster Düsseldorfer der Geschichte der Fortuna nach 11 Spieltagen 9 Tore erzielt. Das ist selbst so großen Spielern bei Fortuna wie Klaus Allofs nicht gelungen. Etwas ganz Besonderes für den 32-jährigen Ruven Hennings, der ja unlängst seinen Vertrag verlängert hat bei der Fortuna. Wir gehen ins Ausland. Auch da gab es bei uns im Fokus interessante Neuigkeiten für Frank Lampard. Er ist nämlich der erste englische Trainer in der Premier League seit 2012, der 6 Premier League-Siege in Folge einfährt. Das 2:0 gegen Crystal Palace war der 6. Sieg in Serie. Seit Alan Pardew, der das damals für Newcastle United geschafft hat, ist jetzt Frank Lampard der erste mit 6 Dreiern in Serie in der Premier League. Darüber hinaus, hier haben wir die beiden Torschützen, Tammy Abraham und Christian Pulisic, spielte Chelsea mit einer Mannschaft, die im Durchschnitt 24 Jahre und 88 Tage alt war. Das war die jüngste Startelf für Chelsea in seiner Premier League-Historie. Also auch das eine besondere Marke. Die gibt es auch für Fabinho. Der ist bekanntermaßen nicht allzu torgefährlich, hat erst 2 Tore für Liverpool erzielt in 53 Pflichtspielen. Aber das Tor, das er in der 6. Minute gegen Manchester City erzielte, war ein besonderes. Es war nämlich das 1800. Tor der Reds in der Premier League. Und dazu natürlich am Ende der Sieg gegen Manchester City. Ein besonderer Tag für Fabinho, den 26-jährigen Brasilianer. Zu Null am Wochenende der 250. Bundesliga-Sieg für Manuel Neuer. Alles gut für den 33-jährigen Bayern-Torhüter. Aber wie viele Bundesliga-Siege kommen noch dazu? Sicherlich noch ein paar, aber irgendwann kommt tatsächlich die Zeit, wo man über einen Nachfolger nachdenkt. Das tun wir jetzt auch in der Gerüchteküche. Und an erster Position der Gerüchteküche hat das die Sun gemacht, die englische Zeitung. Die bringt nämlich Bernd Leno ins Gespräch bei den Bayern. Der 27-Jährige hat beim FC Arsenal noch einen Vertrag bis Juni 23. Leno und Neuer sehen sich jetzt sogar bei der Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf das Weißrussland-Länderspiel, auf die Europameisterschaftsqualifikation. Und Leno scheint ein Kandidat zu sein. Bisher in 12 Premier League-Spielen in dieser Saison 17 Gegentore, nur 2:0. Mal sehen, was da dran ist oder ob es doch Alexander Nübel wird, der immer hoch gehandelt wird, der 23-Jährige. Aber das könnte sein, dass er doch bei Schalke bleibt. Es gibt natürlich bei uns im Forum einige Reaktionen auf dieses Gerücht. Und da schreibt uns Fußballiero, offensichtlich mit KSC-Zusammenhang: Neuer spielt sicherlich noch 2 Jahre auf einem Niveau, das Leno nie erreichen kann. Wieso sollte Leno nach München kommen, um sich auf die Bank zu setzen? Ganz guter Punkt. Wir schauen, wie es weitergeht. Wir bleiben bei Bernd Lenos Verein Arsenal. Da gab es zuletzt viel Aufregung um Granit Xhaka, der die eigenen Fans beleidigte mit obszönen Gesten, nachdem die ihn ausbuhten bei einer Auswechslung im Spiel gegen Crystal Palace. Jetzt sieht es so aus, so berichtet es Trainer Unai Emery, dass Granit Xhaka wohl nicht mehr für Arsenal spielen wird. Xhaka selber, der 27-Jährige, der noch Vertrag bis Juni 23 hat, sagte im Sonntagsblick, er würde gerne weiter Gunner bleiben. Aber die Times berichtet, Newcastle United scheint an einem Leihgeschäft für den Mittelfeldspieler interessiert zu sein. Die müssten dann auch einen Teil des Gehalts von 7 Millionen Euro von Xhaka übernehmen. Der kam im Juni 2016 von Borussia Mönchengladbach. Die Bundesliga wurde auch als mögliche Station für ihn genannt. 2-mal Tottenham, das sind die nächsten Gerüchte, die es gibt. Das erste betrifft Hakim Ziyech. Da berichtet 90 Minutes, dass der 26-jährige Rechtsaußen von Ajax Amsterdam ganz hoch auf der Wunschliste von Tottenham steht als möglicher Ersatz für Christian Eriksen. Ziyech, der marokkanische Nationalspieler, hat in 12 Eredivisie-Spielen 13 Torbeteiligungen und in 4 Champions-League-Partien 5 Torbeteiligungen. Sicherlich ein guter Mann, zumal mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro wahrscheinlich auch noch bezahlbar. Sein Vertrag geht noch bis Juni 2022. Memphis Depay hat schon in der Premier League gespielt bei Manchester United. 1,5 Jahre, da hat es nicht so funktioniert. Jetzt ist Tottenham interessiert am Mann von Olympique Lyon, der niederländische Nationalspieler.
hat in der Ligue 1 in dieser Spielzeit 7 Tore erzielt, in der Champions League schon 4 Treffer, richtig gut in Schuss, 25 Jahre alt, Vertrag in Lyon läuft noch bis Juni 21, Tottenham soll interessiert sein, genauso wie eben an Hakim Ziyech. So berichtet es The Mirror. Dann gibt es Interesse von Crystal Palace an Wout Weghorst, dem Wolfsburger, der im Sommer 2018 für 10,5 Millionen Euro vom AZ Alkmaar kam. Hat ja eine klasse Bundesliga-Saison zuletzt gespielt. Auch in dieser Spielzeit schon 5 Tore in 11 Spielen. Dazu in der Europa League schon einmal getroffen. Der 27-Jährige steht laut Mundo Deportivo auf dem Wunschzettel von Crystal Palace, dem 12. der Premier League. Und damit sie ihn aus seinem laufenden Vertrag herauskaufen können, müssten sie etwas einnehmen. Das könnte passieren mit dem allgegenwärtigen Tauschobjekt, regelmäßig bei uns in der Gerüchteküche, Wilfried Zaha. Der wird nämlich wieder mit seinem Ex-Verein Manchester United in Verbindung gebracht. The Sun berichtet, dass Manchester ihn gerne im Sommer zurückholen möchte für 80 Millionen Euro Ablöse. Dann hat man ein gewaltiges Minus gemacht, denn er ging damals von Manchester United 2015 für nur 3,8 Millionen Euro zu Crystal Palace. Der 27-Jährige in dieser Spielzeit allerdings auch nicht ganz so die überragenden Statistiken wie in der letzten Saison. Also mal sehen, ob es wirklich die 80 Millionen Euro werden, die The Sun für ihn rausgelesen hat. Wir bleiben bei Manchester United bzw. beim AS Rom, denn dorthin ist von den Red Devils Chris Smalling ausgeliehen. Der 29-jährige Innenverteidiger hat noch Vertrag bei Manchester United bis Juni 22. Aber Rom ist so zufrieden mit Chris Smalling, dem 29-jährigen, dass man ihn gerne über den Leihdeal hinaus verpflichten möchte. So berichtet es die Corriere dello Sport. Die Ablösesummen sind auch schon im Gespräch. Manchester möchte 18 Millionen haben. Der AS Rom ist wohl nur bereit, 15 Millionen zu zahlen. Schauen wir mal, wo man sich dann am Ende trifft. Und sehr interessantes Gerücht, das der Mirror ins Spiel bringt. David De Gea hat gerade seinen Vertrag bis Juni 23 bei Manchester United verlängert. Der 29-jährige spanische Torhüter ist der Topverdiener in der Premier League. Aber trotzdem möchte ihn dem Vernehmen nach Real Madrid gerne zurück nach Spanien holen. Man hat immer noch Zweifel bei den Königlichen an Thibaut Courtois, dem belgischen Nationalkeeper. Der Marktwert von De Gea bei 65 Millionen Euro wird sicherlich bei einer Ablöse weit überschritten werden müssen aufgrund der hohen Gelder, die De Gea bei Manchester United verdient. Und The Mirror hat auch schon einen Nachfolger identifiziert für De Gea. André Onana, zurzeit bei Ajax Amsterdam, ist im Gespräch. Der 23-jährige Kameruner könnte in die Reihe großer Ajax-Torhüter bei Manchester United reinkommen. Auch Edwin van der Sar, wir erinnern uns, kam ja einst von Ajax zu den Red Devils. Wir bleiben bei Ajax Amsterdam. Quincy Promes ist laut Daily Mail auch ein Thema für die Insel. Der Linksaußen, gerade verpflichtet worden von Ajax vom FC Sevilla für 15,7 Millionen zu dieser Spielzeit, hat in 13 Eredivisie-Spielen schon 8-mal getroffen, 3 Vorlagen in der Champions League, in 4 Partien 3 Tore und eine Vorlage. Das bringt Arsenal und Liverpool auf den Plan. Laut Daily Mail sind sie sehr interessiert am 27-jährigen niederländischen Nationalspieler. Spieler hat allerdings noch Vertrag bis Juni 24 bei Ajax. Mal gucken, wo er dann wirklich hingeht. Ein weiterer interessanter Mann, auch aus Bundesliga-Sicht, heute in der Gerüchteküche, ist Rames, der Ex-Bayern-Spieler, ausgeliehen von Real Madrid. Die Bayern haben ja die Vertragsverlängerung dann nicht umgesetzt, ihn nicht fest verpflichtet, dafür jetzt Felipe Coutinho geholt. Rames, bei Real auch kein echter Faktor, ist jetzt wohl ein Tauschobjekt. Und zwar möchte Real sehr gerne den Portugiesen Ruben Neves von den Wolverhampton Wanderers verpflichten, vom 8. aus der Premier League. Der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler soll getauscht werden gegen Rames. Kleines Problem für Real könnte sein, Rames nur 7 La Liga-Spiele mit einem Tor und einem Assist und zweimal nur in der Champions League im Einsatz, würde kommen für den Mann, der schon 12-mal in allen Partien in der Premier League dabei war und ein fester Bestandteil für die Wolves ist, Ruben Neves. Der defensive Mittelfeldspieler kam im Sommer 2017 vom FC Porto für 17,9 Millionen Euro. Beide haben den gleichen Marktwert, Rames und Neves. Man muss sehen, ob da vielleicht Real für seinen Wunschspieler ein bisschen was draufzahlen muss. Diese Nachricht, dieses Gerücht kam von El Desmarque.
N'Golo Kanté war zuletzt nicht allzu häufig zu sehen für Chelsea im Einsatz. Nur 5 Premier League-Spiele, einmal in der Champions League im Einsatz. Der französische Weltmeister, 28 Jahre alt. Da wurde schon gemunkelt, dass er vielleicht den Verein verlassen könnte, obwohl er noch Vertrag hat bis Juni 23. Aber er selber hat das ausgeschlossen. In Telefoot sagte er folgendes: Chelsea ist nicht zu klein für mich. Ich hatte 3 tolle Jahre hier. Dieser Club hat mir sehr geholfen und ich hoffe, hier noch viele weitere Titel zu gewinnen. Es ist möglich, dass ich meine Karriere bei Chelsea beenden werde. Ja, so ein Satz mit 28, das hört man bei Chelsea sicherlich gerne. Einer, der seine Karriere nicht beim SSC Neapel beendet, ist Dries Mertens. Da berichtet Corriere dello Sport, dass jetzt Inter Mailand sich wohl geeinigt hat mit dem 32-jährigen Belgier, dessen Vertrag bei Neapel ausläuft zum Ende der Saison. Sein Marktwert liegt bei 25 Millionen Euro. Interessanterweise war ja auch Borussia Dortmund wohl in Verbindung mit Dries Mertens. Aber das scheint dann wohl nicht zu klappen. Dries Mertens also bei Inter im Gespräch. Und interessant: das ehemalige Bayern-Talent Niklas Dorsch spielt eine richtig gute Saison in der zweiten Liga mit Heidenheim, gerade 4:0 gegen Hannover 96 gewonnen. Jetzt ist wohl Celtic in der schottischen Liga dran am Heidenheimer, der noch Vertrag bis Juni 21 hat. Sein Marktwert bei 4 Millionen Euro. Celtic interessiert. Schauen wir mal, ob es vielleicht da ein weiteres Talent demnächst auf der Insel dann in Schottland gibt. Ich hau jetzt mal einen raus und ihr dürft natürlich gerne eure Kommentare dazu schreiben. Für mich ist Robert Lewandowski mit jetzt 16 Toren in der Bundesliga in 11 Spielen und 6 Treffern in der Champions League in 4 Spielen ein absolut echter Kandidat für den Weltfußballer des Jahres. Und vielleicht gibt es ja mal eine kleine Veränderung bei den vielen Messi-Auszeichnungen oder Ronaldo-Auszeichnungen der letzten Zeit. Lewandowski gehört zu den besten Stürmern in der Welt. Vielleicht ist er sogar momentan der Beste. Das untermauert auch eine Statistik, die wir jetzt für euch haben in der Statistik des Tages. Da geht es um den goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torschützen in Europa. Auf Position 5 zurzeit Erling Haaland, der 19-jährige Norweger von Red Bull Salzburg, hat in der österreichischen Bundesliga 15 Tore erzielt. Die Faktorisierung für die österreichische Liga nicht ganz so stark, 1,5. Genauso 1,5 für den Mann auf der 4, Ilya Shkukurin von Energetik BGU Minsk aus Weißrussland. Er kommt auf 25,5 Punkte. Ciro Immobile, der ehemalige Dortmunder, 14 Tore schon erzielt in der Serie A, Faktorisierung 2, 28 Punkte. 29 Punkte für diesen Mann von FC Flora Tallinn aus Estland, Erik Sorger, da gibt es nur den Faktor 1, 29 Punkte. Und Robert Lewandowski, 32 Punkte für 16 Tore, er im Moment der Kandidat für den goldenen Schuh. Tatsächlich das letzte Mal, dass ein Spieler aus der Bundesliga diese Auszeichnung als erfolgreichster Torschütze in Europa bekommen hat, das war 1972 Gerd Müller für seine damals 40 Tore. Übrigens, auf ganz knapp hinter Erling Haaland liegt auch Timo Werner oder auch Jamie Vardy. Die haben es mit 0,5 Punkten nicht ganz geschafft in die Liste der Top 5 Torschützen in Sachen goldener Schuh. Unseren News-Ticker bestimmen heute 2 Trainerentlassungen aus der Bundesliga. Auf Niko Kovac am letzten Wochenende folgten jetzt 2 weitere Trainer. Angefangen hat es mit Achim Meyerlorzer. Nach der 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim war Schluss für den 51-Jährigen, der erst zu Saisonbeginn von Jahn Regensburg zum 1. FC Köln kam. Nur 13 Spiele hat er gemacht. Das Pokalaus in Saarbrücken war eines von 4 Spielen, indem sie nicht gewonnen haben zuletzt. Bruno Labbadia wurde als Nachfolger schon gehandelt, aber der hat abgesagt. Im Moment übernehmen Co-Trainer André Pawlak und Manfred Schmidt beim 1. FC Köln. Ebenfalls Schluss ist für Sandro Schwarz. Der gebürtige Mainzer und Mainz 05 haben sich einvernehmlich getrennt nach dem 2:3 gegen Union Berlin, als man schon 0:3 hinten lag. Und vor allem nach dem 0:8 in der Vorwoche bei RB Leipzig ist jetzt die Amtszeit von Sandro Schwarz, die im Juli 2017 begonnen hat, vorbei. Der 41-Jährige also nicht mehr verantwortlich für Mainz. Heiko Herrlich, der Ex-Leverkusen-Trainer, ist wohl Favorit auf den Posten in Mainz. Rechtzeitig vor Weihnachten gibt es dann Neuigkeiten von der Nationalmannschaft und vor allem natürlich auch für mögliche Interessen beim
Einkauf, da gibt es das neue DFB-Trikot, erstmals mit Quernadelstreifen und unten, da seht ihr es, dieser schwarz-rot-goldene Ärmelumschlag, das etwas Neues, das neue Heimtrikot. Vielleicht hilft es ja auch für die Europameisterschaft 2020. Da muss man jetzt allerdings erstmal die beiden Qualifikationsspiele gewinnen. Das Auswärtstrikot, darauf warten wir noch. Das Ganze jetzt übrigens erhältlich im DFB-Fanshop und in den Adidas-Stores. Und dann gibt es den Titel für die Seattle Sounders. Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte sind sie MLS Cup Champion. Sie siegten 3:1 gegen den FC Toronto. Kelvin Leerdam, Victor Rodriguez und Raul Ruiz Diaz trafen zum 3:0. Der Anschlusstreffer von Josie Altidore für Toronto kam zu spät. Seit 2013 hat der ehemalige Stuttgarter Patrick Bauer nicht mehr in Deutschland gespielt, aber er kennt sich in der Bundesliga gut aus. Der Innenverteidiger von Preston North End hat für uns den 11. Spieltag getippt und lag tatsächlich bei einer Partie genau richtig beim Auswärtssieg von Hoffenheim in Köln. Darüber hinaus Tendenzen bei Hertha gegen RB Leipzig, Bayern gegen Dortmund, Gladbach gegen Bremen und Leverkusen in Wolfsburg. Das macht in der Addition hervorragende 36 Punkte für den 27-jährigen Patrick Bauer, der eine klasse Saison jetzt bei Preston North End spielt in der englischen Championship. Er ist damit Dritter hinter den beiden klar Führenden, Oliver Baumann und Arne Meyer. Glückwunsch an Patrick Bauer und weiterhin eine gute Saison in der Championship wünschen wir. Das war's für heute. Eine ziemlich vollgepackte Sendung mit vielen interessanten Neuigkeiten. Das Ganze gibt's natürlich bei uns auch morgen wieder in dieser Sendung. Aber wir haben auch jede Menge spannender Inhalte als Videos bei uns auf der Seite. Zum einen haben wir die heißesten Derbys der Welt oder weiter unten findet ihr den Zugang zu der Playlist mit den Transfermarkt-Highlights.